Jetzt sind wir natürlich im offensichtlich technisch weiterentwickelten zweiten Teil so richtig drin. Wir haben gerade gesehen, es ist ein Flugzeug abgestürzt im Hintergrund und hier ist alles ganz Und hier schön sind überall Rednecks. Wer abgepackt. hätte das gedacht? Und es gibt auch wieder zwei Land of Lost Episoden. und Homeward Wobei ich Bound. glaube, es wird dann noch mehr Episoden geben. Wenn man eine davon schafft, dann wird, denke ich mal, noch mehr Oh, freigeschaltet. ich dachte, dann hat man es. Hat sie dir so. Aber es ist echt krass, oder? Wie, es ist eher wie ein Add-on. Es ist ja wirklich diese exakt selbe Engine, es ist exakt selbe Menü. Aber es sieht alles ganz anders aus. Ach, da sind auch schon die beiden Ist das mein lustigen UFO? Ist das UFO Banjo-Spieler. gewesen? Ja, ne? Oder? Nee. Das ist das UFO hier, Doch, soll das das UFO sein. abgestürzte, also unser Redneck-UFO. Warum auch immer wir als Redneck ein Also, wie UFO sind die haben. Rednecks? Ich dachte, die Rednecks wären auf die Erde geflogen und wir bringen gerade Ach die Alien Rednecks so, du um. bist ja mal Smart Ass. Also, weiß ich nicht. Smart Kann es so Ass sein Fuck. oder kann so sein? Es ja, aber sind es nur Rednecks oder sind es keine? Ich verstehe das nicht. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Heißen die eigentlich Rednecks, weil da die Sonne immer scheint und die einen Sonnenbrand haben? Oder Die wieso haben, die heißen heißen Rednecks, weil sie Bauern sind und immer draußen arbeiten und deswegen der Nacken Okay. gebräunt ist, Also, sozusagen. Sonne. Okay. Ja. Also wirklich. So. Also buchstäblich Redneck. Buchstäblich Redneck. Und Die nicht Frage nur ist, wie komme ich jetzt hier sprichwörtlich weiter? Ich kann ja nicht hüpfen. springen oder sowas. Kannst du nicht springen? Nee, springen gibt's nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Wobei, wir wissen ja, wo der die Taste. Sie hätten es ja ruhig mal noch ein bisschen. Jump. Ah. Ah, natürlich. Ah. Aber es ist nicht wieder hoch. Mach nochmal. Es scheint Naja. nicht so ganz zu reichen. Gibt's hier irgendwo. Du hüpfst gerade so irgendwie 10, 5 Ah. Millimeter. Es ist irgendwie, verstehe ich noch nicht so ganz. Wir scheitern schon an diesen. Das ist ein 20 Jahre altes Spiel und wir scheitern Ja. daran, hier rauszukommen. Da! Ah, da war die Da war Stelle. ich. Und jetzt. Guck mal, die schießen doch gar nicht auf dich. Kill him! Die schießen doch gar nicht. Ich glaube, die sind nur Interieur. Ich glaube, die. Sicher? Ich glaube, ich probiere es lieber noch ein Die bisschen. schießen nicht auf Ja, ist ja dich. gut. Guck mal, da ist ein Plakat. Da ist Health, aber bringt mir nichts. Was steht denn da eigentlich bei denen? Ein Schild. Die haben da so ein Schild. Hixton Obust. Hixton Obast. Warum auch immer. Hier ist ein Schlüssel. Ich habe den Skeleton Key. Ah, was auch immer uns das bringt. Da hinten liegt noch was. Da liegt Feuer. Achso, da liegt. Da liegt noch ein bisschen brennender Boden. Da läufst Aua, du ich brenne. Toll, Warum jetzt läufst bitte. du denn darüber? Ja, weil du gesagt hast, ich soll da hingehen. Gar nicht. Ah! Das, Es hast du da sind. auf einmal gegen die Hasen? Aber das sind ja gar keine Hasen, das sind Wolpertinger. Na guck doch! Die haben so Hörn, Geweihe. Wolpertinger? Na, das sind diese bayerischen Wolpertinger, die Hasen mit Hörnern. Gibt's sie wirklich? Nein, das ist, Wolpertinger ist doch ein. Das erklärt Michi Obermeier in Gamer GameTube auch ständig. Das sind Tiere, das sind quasi Fabelwesen. Und Wolpertinger ist aber nicht eine spezielle Art Fabelwesen wie ein Minotaurus oder so, sondern Ja. es ist, beschreibt einfach das System, dass verschiedene Tiere zusammengesetzt werden. Okay. Das haben Bayern irgendwann mal erfunden. Oh. Bayern. Area 69, wegen 69, weil voll lustig und so. Das haben die Bayern irgendwann mal erfunden, um Nicht-Bayern sozusagen zu verarschen. Um sie sozusagen, ja, nee, bei uns gibt es hier diese Tiere, die heißen Wolpertinger, das sind so Hasen mit Geweihen und sowas. Ja, das Die Bayern. geht einfach nur darum, Leute zu verarschen. Ja. Irgendwer hat gerade gelacht. Ich frage mich, wie benutzt man Keys oder sowas? Keybar. Ach nee, Keyboard. Jump, Crouch. Gab es Da nicht war noch eine zweite Seite irgendwie, eben. ja. Take a quick pee. Oh, du kannst auch pinkeln. Mit was? Mit Mit, irgendeiner Taste hier oder so, ne? ja. Yeehaw, kann ich machen mit Y. Ist ja geil. Drink Moonshine. Eat a cow pie. Oh, du kannst ja wirklich Moonshine trinken oder Waffen Center trinken. View, aim up, aim Pause. Pause down. trinken. Aber es gibt jetzt nicht offensichtlich irgendwie einen Schlüssel. Ich wäre auch unpassend. Also normalerweise Ja. nutzt man die Schlüssel ja einfach, wenn man. Es Was? gibt Boote und Motorcycles. Krass. Ach, ist die Wand. Ich dachte eben, da wäre jetzt irgendwie das Bild Oh, ich drin. kann mich sogar ducken. Okay. Na, Gott sei Dank. Gut, dass das geht. Deine Waffe ist ein bisschen Meine Health hat aus. sich gerade aufgefüllt durch Hi-Ha sagen. Vielleicht kann ich einfach jedes Mal, wenn ich Hi-Ha sage, kriege ich einen Punkt zurück oder so. Ah. Interessant, interessant. Ich Komme glaube, da ich. musst du hochspringen. Gott, die Steuerung, Alter. Ich glaube, da kommst du nicht hoch, weil du So zu hoch, ja. klein bist. Ja, der ist echt ganz schön klein, der Typ. Ja. Mann, Mann, Mann. Ich muss da wirklich suchen, die Stellen, wo man hochpasst. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten auf die andere Seite.
ob es hier noch irgendwo rumgeht. Genau, da komme ich hoch. Aber hier ist wirklich nichts mehr, ne? Vielleicht hinter den Typen war auch nur eine Wand, ne? Ich glaube schon, ja. Oder kommst du da vorbei? Doch, da kommen sie. Nee. Nicht. Okay. Ich komme hier hoch. Kommst du da hoch? Ist natürlich auch viel zu hoch. Gott, wie ich das in Spielen immer hasse. Dann lobe ich mir Assassin's Creed, der kommt überall hoch. Kommst du überall hoch, genau. Ja, aber wie geht's denn jetzt, wo geht's denn jetzt hier weiter? Guck mal, das sieht auch flach aus hier. Ja, aber ist nicht flach genug, glaube ich. Ja, probier doch mal. Das ist doch ganz offensichtlich zu hoch. Die Spielwelt ist so leicht zu lesen. Jetzt machen wir wie dein Staubsauger, der auch immer an den Wänden so lang hangelt, sich so, komm ich hier lang? Nein, 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 komm ich hier lang? Nein. Ja, es ist Trial and Error ist es bei ihm. Unser Staubsaugerroboter. Irgendwie muss man da hochkommen. Ja, wir haben ja auch an sich einen Schlüssel eingesammelt. Ich dachte nur, man braucht bestimmt keine Taste, um den einzusetzen. Ich meine, an sich ist er jetzt hier... Geh doch mal vors Tor. Kannst jetzt... Kannst du mit durch die Waffen durchschalten, vielleicht den Key nehmen? Sehr gute Idee. Ich habe hier so eine Art Schlüssel. Ja. Haker hast du auch. Ich kann Leute haken. Mache ich viel zu selten. Okay, ach, das ist... Aha. Na, wenn das nicht gut genug läuft, das Spiel, dann kann man es ein bisschen verkleinern. Dann muss er weniger Pixel berechnen. Das war früher halt relativ sinnvoll. Aber heute... Es ist halt natürlich egal. Was haben wir noch? Da, ach nee. Da wäre Waffeln hin und her schalten. In der Wand, ich kann strafen. Ne? Okay. Das ist ja ganz praktisch. Wäre ganz praktisch, wenn das auf anderen Tasten liegen würde, als auf Punkt und Komma. Das hin und rechts und links laufen. Tja. Geht wohl nicht. Call in as mode on. Du hast okay. Einen, Modus angeschaltet. Was auch immer das jetzt bedeutet. Ah, das ist jetzt, ich kann jetzt super schnell rennen. Das bringt dir sehr viel, weil so viele Gegner sind. Ja. Hm. Soll ich mal in deinem iPad gucken? Ja, weiß ich nicht. Nee? Ist das so, ist das nötig? Okay. Wie habe ich den denn jetzt angemacht? Kann ich den auch wieder ausmachen? Das nervt ein bisschen. Da war übrigens hier. Ah nein, die hast die Map wieder angeschaltet. Vielleicht sieht man da drauf irgendwas. Land of the Lost. Du, da siehst du auf jeden Fall sehr viele schwarze Balken. Also ich könnte mir vorstellen, dass es durch alles zensiert. Die Tür hier recht geht. Aber das Problem ist, es muss doch irgendwie Arrow, Spacebar... Use items, open doors. Spacebar. Warum? Oh, Spacebar. Natürlich. Hast du wieder zugemacht? Warum schaltest du das? Ja, ich wollte, dass das Flimmern wieder weggeht. Das geht nicht weg. Was ich ist glaub, denn du jetzt? Hast, nein, geh doch mal raus, du hast bestimmt die große Tür zugemacht. Hast du wieder zugemacht? Ah, du bist ja. Ja, ich weiß. Du bist ja mega schlau, Alter. Ach, der redet die ganze Zeit. Das, der ist das. Ach, ich dachte, wir sind das. Nein. Warte mal, ich probiere jetzt mal das mit dem Yeeha. Ja, guck mal. Kriegt man immer einen Lebenspunkt zurück. Oh Gott, das heißt, wenn man ganz oft Yeeha. Du musst es ja nur noch 35 Mal sagen. Ja. Oh, da ist ein Wolpertinger. Moonshine. Kill the fucking Wolpertinger. Dieser Spratzen wenigstens schön. Die Tür geht nicht auf. Was steht hier? Rice. Burner's Sack. Wer würde denn Reis verbrennen? Verstehe ich auch nicht. Wer tut denn sowas? Wer tut so schlimme Dinge? Geht's da rein? Guck mal, kannst du hier hochspringen? Also da ist doch so am Rand, das ist so richtig. Ja, ja. Kommst du denn da hoch? Kann sein. Und dann nicht wieder runterfallen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, und dann nochmal. Nee, nein. Da ist dann die Decke des Levels sozusagen. Also höher springen kann ich nicht. Oh Gott, diese Pixel. Das macht mich wahnsinnig. So viele Pixel. Aber eigentlich so wenig Pixel. Ja. Hier kommen wir her. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und warum ist das alles so schlimm? Guck mal, der ist halt offen, da kannst du reingucken.
Aha. Das erinnert mich an Metal Gear Solid 1. Da muss man sich am Anfang in so einem Lastwagen verstecken. Mhm. Ist mein qualifizierter Kommentar dazu. Drück doch einfach überall mal Spacebar. Ja, mach ich ja. Überall. Alle überall. Oh, ey, ich würde gerne wieder ausschalten, weil ich so schnell laufe, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Alter Falter, was ist denn das? Das heißt alter Verwalter. Ja, gut. Das Haus hier, achso, hier ist eine Tür. Achtung. Oh, es ist wie bei The Witness, wenn man ein Rätsel gelöst hat, fühlt man sich total schlau. Oh, irgendwas ist runtergefallen. Das ist, ach nicht, das ist nee. Kabel, unser... Das Kabel ist runtergefallen. Der Kabel. Hier ist doch jetzt bestimmt gleich ein Gegner. Was soll nochmal Jiha sagen? Z. Okay, ich drücke jetzt immer Z und du spielst weiter. Oh Gott. Die Frage ist... Ach, hier ist ein... Der sagt das ja gar nicht dauernd. Nee, man muss mal kurz... Entschuldigung. Kurz warten sozusagen immer. So, ich hab mal keine Idee. Naja, man muss... Also er braucht... Er hat eine gewisse Cooltown. Cooltown. Da sind Gegner! Oh, fuck! Ich muss gerade noch Jiha sagen! Ja! Da hilft nicht mal mehr ein Jiha. Dabei hilft das doch gegen alles. Man muss das Spiel einfach viel häufiger speichern. Abort this game. Abort! Mach mal Homeward Bound. Homeward Bound. Homeward Bound! Ah, ich sitze im Sumpf. Da, das Flugzeug! Das Flugzeug ist stürzig ab. Oh Mann, da wackelt sogar der ganze Level. Denn es heißt der Level, denn wie wir letzte Folge gelernt haben. Ja. Oder was, diese? Es war letzte Folge. Ja, seitdem liegt hier vor mir der Duden. Karin, du wolltest doch was Interessantes vorlesen. Okay. Lies doch mal was Interessantes vor, während Kapitel ich mich... Kapitel 1.3, besondere Kennzeichnung der langen Vokale. Oh Gott. Das klingt ja ein spannendes Kapitel. Mach den tot. Ja, aber ich treffe ihn ja nicht. Das Problem ist, ich... Wieso triffst du ihn nicht? Ja, weil er nicht reagiert auf meine Schüsse. Ich will nicht meine ganze... Ich wollte jetzt die Hake zücken und ihn weghaken, aber ich habe keine Hake dabei. Hä, aber doch... Achso, wir sind ja in einem anderen Level. Ja. Tja, und die Brechsteine hast du auch nicht. Nee. Im Sumpf gibt's sowas nicht. Im Sumpf brauchen... Wo wir hingehen, brauchen wir keine Brechsteine. Kann ich sie jetzt vielleicht erschießen, jetzt wo wir auf einer Höhe sind? Hier ist die Schrotflinte jetzt, das müsste doch aber gehen. Ja. Ja, oh. Damit braucht man ja nicht zielen. Ja, jetzt wird Boot gefahren, Karin, jetzt wird Boot gefahren. Ach, das soll ein Boot sein. Ja, das ist so ein Sumpfboot. Ach, du bist gerade... Ach so, ach ja. Du, ehrlich, ich sehe überhaupt nicht... Du hast halt damals noch keine Videospiele gespielt. Nee, ich weiß nicht, noch, wie das alles aussieht. Da habe ich Bücher gelesen. Mach ich habe damals... Ich habe damals Doom gespielt und so, die so aussahen wie das hier, die Spiele. Und Quake 1. Mein erstes Computerspiel war Die Siedler 2. Ja, das war und das war dann auch das einzige für 10 Jahre oder so. Bis ich erwachsen war. So, die nicht mehr ganz so guten Siedlerteile gleich übersprungen. 3 und 4 und 5. Oh. Ja, die habe ich nicht. Ich habe wirklich nur den zweiten gespielt. Aber die Frage ist, wo geht's jetzt hier? Ach, hier geht's weiter, okay. Achtung, da ist. Der hat auch ein Boot. Auch ein Boot. Ja, das ist hier dasselbe. Erkennst du es wieder? Ja, das mit dem Auto am Anfang in Teil 1. Der kommt jetzt hier gleich wieder rum. In der Mitte ist das ein Schießgerät? Ja, das ist mein dicker Schießstängel. Ah, okay. So, wo ist der denn jetzt? Der ist weggefahren. Oh, das sind UFOs. Das ist ein UFOs. Oh, ich hab, das ist sogar ein Granatwerfer. Achtung, du... Da ist. Ach nee, der ist schon runtergefallen. Ja, ich hab den da runtergeschossen. Das Boot. Da oh, da sind Aliens! Frosch? Nee, da sind Aliens! Die sind aus ihrem. Aus ihrem Flugzeug gefallen. Oh, mit dem Boot bist du ja mega mächtig. Ich bin ultra, ultra powerful. Wollte ich jetzt was vorlesen über die besondere Kennzeichen der langen Lokale? Ja, bitte. Aber wir wissen das alle schon. Aber ich lese es trotzdem. Ja, wissen es wirklich alle schon? Folgt im Wortstamm auf einen betonten Vokal kein Konsonant. Ist er lang. Oh. Gut zu wissen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt seid ihr schlauer. Und der Typ hat gerade seinen Körper verloren und hier liegen noch seine Beine. Guck mal, sieht ganz schön geil aus. Sieht aus wie so ein. Wie ein Fleischer so ein. Ja, Menschen sind ja auch. Aber es kommt noch besser. Es wird sogar noch besser. Die regelmäßige Kennzeichnung mit H
hat auch die Aufgabe. Oh, ich habe keine Munition mehr. Die Silbenfuge zu markieren. Die Silbenfuge? Was ist denn das? Oh oh. Ich bin tot. Ich wusste auch nicht, dass es Silbenfuge heißt. Na, da, wo es getrennt wird, quasi. Ah, Silbenfuge. Mhm. Ja. Ja, da war der Boss, sitzt logischerweise auch auf so einem Boot. Tja. Weil Aliens sitzen auch in Booten. Ja, das war der zweite Teil. Was ist denn da eigentlich Yeah-Stuff? Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht mehr anwenden. Ich bin okay, nämlich tot. Ja, nee, aber sehe ich jetzt erst. Ich würde es ja benutzen, aber... Yeah, na gut, komm, eine Runde geht noch. Also vorher war ja da der Alkohol, aber... Ja, jetzt habe ich was anderes eingesammelt. Bist du jetzt im Rampage-Mode hier? Ich bin irgendwie im Schnellmodus die ganze Zeit und kann nichts dagegen tun. Ach, du bist auch nach dem Neuanfang nochmal im Rampage-Mode. Ja. So. Erstes Boot. Ich gehe direkt zum Boot. Genau, das habe ich eingesammelt. Stuff. Wie benutze ich das? Mach mal B oder W. B, W. Da war zumindest... Oder Moonshine. Moonshine. M war Moonshine. W war Moonshine. Nee, M war Moonshine. Ach, M war Moonshine. Nee, aber das ist auch nicht. Naja. Was ist das? Wir haben was, was wir benutzen können, aber wir wissen... Aber wir können es nicht benutzen. Das ist... So, ich springe jetzt ins Boot und mache Action. Ja. Und ich schieße nicht mehr so sinnlos rum, weil man braucht die Munition. Irgendjemand schießt auf dich. Ja, der Typ wieder. Oh. Jetzt ist er. Hab ihn. Das sind die Aliens. Nur 15 Schuss. Kann man da auch wieder einsammeln? Ja, ich habe vorhin ja auch eine Munitionskiste irgendwie gefunden. Au, okay, das war scheiße. Na, ich habe gegen die Wand geschossen und es ist aber eine Granate und ich war direkt daneben und deswegen bin ich explodiert. So, hier ist ein bisschen Heilung. Ja. Ah, jetzt sehe ich ihn. Der sieht ja genauso aus wie... Ja, ne, er sieht vor allen Dingen genauso aus wie im ersten Spiel. Dieses Alien-Monster mit den Laserkanonen. Ja. Yes! Ah, will doch nicht der Boss. I'm just too good. Das wäre ja das Spiel zu Ende. Naja. Der Level. Boat Gun Mortar. I am too fast. Large Pork Ride. Was du hast. Na, das sind hier. Fleisch. Na, diese. Boah. Wer ist denn das? Dieses Trockenfleisch ist das. Ja. Beef Jerky. Boah. Das essen die doch da alle. Boah. Das kriegst du da an der Tanke da im Kilo-Pack. Na, das hängt doch auch bei uns an der Kasse. Ja, aber nur in diesen winzigen Tütchen. Ja, das reicht ja schon. Das ist bei denen, kriegst du es ja wirklich so kiloweise, das Zeug. So. Das ist, glaube ich, das kleinste im Pfund, was du kaufen kannst. Ich finde das zum Knabbern gar nicht so schlecht. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen redneckig. Ja. So, wo komme ich denn jetzt hier? Hier geht's rein. Die Frage ist, wo geht's hin? Da muss ich, glaube ich. Oh, hier sind hier viele Moskitos. Sind wir hier in Afrika oder was? Alter. Nee, du bist im Sumpfland. Ja, schlimm genug. Komme ich jetzt hier raus? Ich komme auch nicht mehr aus dem scheiß Ding raus. Du bist eingestiegen? Mit Space. Mit Space komme ich nicht wieder raus. Hm. Ist jetzt aber mit Kanonen auf Spatzen schießen hier. Ja. Und Granaten auf den Moskito. Ah. Ah. Bei dem Sprichwort denke ich immer an unsere Mathe. Und so. Ah, jetzt bist du raus. Wieso? Hast du da oft auf Spatzen geschossen? Nein, das hat aber der Lehrer immer gesagt. Ach so? Also ich werde mit Kanonen auf Spatzen schießen. Im Matheunterricht. Ich weiß auch nicht, was wir da gemacht haben. Was haben wir da eigentlich gemacht? Yet even another kind of key required. Oh, ich habe Bier gefunden. So, wir brauchen ein Key. Wo war Bier? B. Nicht wieder zu viel. Nicht wieder übertreiben. Ach, hier, guck mal, mit C ist das Zeug. Ach, das ist dieses Gut. Ach so, wenn du dich besoffen hast, dann trinkst du Gut. Oder esse Gut. Oder esse Gut, was auch immer. Und ain't dann, got the key. Geht Alkohol runter. Also es wäre gut gewesen für... Karin, ain't got the key. Ja, ist richtig. Ain't got the key. Ach, warten wir nicht vorhin? Nee, ja, das ist ein anderer Schlüssel gewesen. Ach so, es war ja auch in einem anderen Level. Jetzt muss ich im Sumpf suchen, wo der Schlüssel ist. Ja, oder? Das viel Spaß. Aber ich bin ja nicht viel langsamer als mit dem Boot, also kann ich auch rumlaufen. Irgendwie unrealistisch. Fast unrealistisch. Da ist was. Das ist Bier. Bier. Ein Sixer. Geil. Bier, Bier, Bier. We all have beer. So, wo ist denn... Dankeschön. Wir brauchen nur... Guck mal, jetzt mach ich nochmal, oder? Mach nochmal. Gleich sind wir voll. Ja.
I'm full of this shit. Da ist. Ach nee, das ist. Das ist doch das Fleisch. Die Frage ist, wo kriege ich den Schlüssel her? Nee, vielleicht von unten im. Jetzt. 100%! Hier war ich doch noch gar nicht, guck mal. Nicht? Da ist eine. Dingens. Nicer Effekt! War ganz hübsch. Das im Ball? Nee, was ist denn das? Kann ich den schießen? Nee. Nicht immer auf alles schießen. Kleine aber das, Kinder wollen immer alles anlecken. Aber ich bin ein Redneck. Kleine Dennis wollen immer alles anschießen. So, abschießen. Hier ist doch. Hier ist. Oh, guck mal. Ist das eine Armbrust? Ja, natürlich, eine Dynamitarmbrust. Da ist so ein sprechender Fisch an der Wand. Oh. Okay, jetzt habe ich jede Menge. Boah, das ist so viel Munition. Dynamite. Oh, wenn ich nur nicht so schnell laufen würde, dann. Okay, jetzt hier drin, aber nicht mit dem Dynamit schießen, ne? Das wäre ganz. Meinst du? Ja. Boah, ich schieß mal jetzt hier draußen mit dem Dynamit. Da ist was. Ich weiß nicht was. Du schießt doch nicht sinnlos. Das war nicht sinnlos, da war ein Moskito. Das war mit Kanonen auf Spaß. Keine Ahnung. Da ist ein Seil, kannst du das? Kann ich nicht nehmen, ne? Aber hier hinten ist noch. Wer ist denn das? Hä? Schieß mal drauf. That's kind of glitchy. Ich glaube, das ist. Der ist ja schon tot, also du siehst ja, dass da die Leiche drauf liegt. Ach so. Ja. Nun. Da ist jemand. Da ist noch jemand. Jetzt bin ich gerade schneller gelaufen als das Dynamit, das war auch nicht so schlau. Hä? Du schießt warum vor allem nicht nach vorne. Ja, aber ich, es ist nicht so, als würde ich jetzt das absichtlich machen. Ich glaube, das ist eine, ach so, ich glaub, die, eine Damsel in Distress. Eine Damsel? Wie war eigentlich der Film Damsel? Ganz. Oh, das ist eine. Was ist mit ihr? Was ist mit dir los? Guck mal, wo ich hinschieße. Ja, ja, ich weiß. Das, da hinten schlagen die Schüsse ein irgendwo. Ich glaube, das, glaub, das Spiel ist wieder. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen buggy. Ein bisschen. Okay. Warte mal, vielleicht kann ich sie schlagen. Aber sonst super. Sonst ist es super. Ja, das funktioniert. Kill sie, ja. Aber warum? Weiß ich nicht. Sie tut ja doch gar nichts. Aber ich konnte die Cheerleaderin töten. Toll. Wie war das bei Heroes? Töte die Cheerleaderin mit einem Brecheis. Rette die Welt. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Oh Mann. Ja, Damsel. Oh, hier ist das Flugzeug. Da musste ich doch bestimmt hin, oder? Ach, da ist bestimmt der Key. The Key to Success. Save everything. Vielleicht schaffen wir den Level sogar. Da ist mit Keys dann. Ja, da hinten sind auch Gegner. Da hinten im Feuer. Er trifft den mal. Ja, mit meiner komisch verzogenen Waffe wird das schwierig. Ah, hier ist er. Jetzt mach ich mit der. Aber der trifft mich ja halt auch nicht. Ne? Also. Wieso trifft denn da keiner mehr? Weil sie in den Nahkampf wollen. Können sie haben. Aber ich trinke mal noch ein bisschen Bier. Aber nicht so viel. Oh, wir schon rübst, so männlich. Oh, 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 oh. So mögen wir das. Ich schwanke schon. Dabei bist du im Grünbereich. Du dürftest gar nicht schwanken. Vielleicht schwanke ich auch, weil das Spiel irgendwie komisch ist. Hm. Wer weiß. Aber die Frage ist, was habe ich jetzt davon, dass ich den umgebracht habe? Na, ich hätte gedacht, da liegt irgendwo ein Schlüssel. Ja, wäre jetzt irgendwie ganz sinnvoll, Large aber. Large Pork Rinds. Ach, da ist auch noch was. Hast du Pups, weil du gegessen hast? Ja. Ich glaube, das ist ja auch ständig. Immer wenn ich esse, muss ich gleich pupsen. Sofort erstmal abdönern. Abdönern ist ein anderes Wort für pupsen? Ja, das war im Jahr 2002 oder so, war das Jugendwort des Jahres. Ach so? Angeblich, ja. Wir hatten es alle noch nie gehört zu dem Zeitpunkt, aber unsere Lehrer haben gemeint, damals, ich glaube, Frau Müller hat das erzählt, und unsere Lateinlehrerin damals in der Schule. Kommt daher auch das Wort abhitlern? Das kommt genau daher. Aha. Mal so richtig abhitlern. Oh Gott, unsere Welt ist so dem Untergang geweiht. Ja. Okay, also so richtig, ja. Waren wir hier schon mal? Da hinten ist was. Da steht mein Boot. Ach so, ach, das ist, wo wir den Schlüssel brauchen. Ja, wir haben ihn aber nicht gefunden. Wir finden den Schlüssel nicht. Gut, bevor wir jetzt im Internet nachgucken, ja, was wir nicht tun, wo hier der Schlüssel sein könnte. Ach, ain't no key. Werden wir jetzt einfach an der Stelle mal unseren Ausflug nach Rednet Rampage Land begraben. Aber dann hat es ein offenes Ende. Es hat ein offenes Ende. Dann wissen Ende. Die Leute gar nicht, wie es ausgeht. Vielleicht, ihr könnt euch selber denken, ob wir Erfolg haben oder nicht. Das
Spoiler-Alarm, nein. Aber gut, das war Redneck Rampage. Ich meine eher diese Handlung, die viel aufgebaut hat. Ich würde schon sagen, also entweder wir erfinden eine neue Kategorie, außer Let's Play Boring Games, Let's Play Schrotty Old Games. Trashy Old Shit. Ist das so eine Retro-Abteil, aber für Retro ist es zu scheiße, also ganz ehrlich. Ja. Für Retro, da würde ich jetzt mit dir Half-Life oder so spielen, aber nicht sowas. Half-Life 3? Ja, genau. Das ist nicht Retro. Es ist in die Zukunft. Ja, ich mach mal noch einmal. Sind wir auch wieder auf 80, ja. Sehr schön. Das mag ich. Runde Zahlen. Hm. Ja, Leute, das war Redneck Rampage. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Haben auch ein bisschen was über die deutsche Sprache gelernt dabei. Das ist immer wichtig, ja. Ja, es heißt der Level und da, wo es getrennt wird, ist die Silbenfuge. Die Silbenfuge, genau. Merkt euch das fürs nächste Kneipenquiz oder was auch immer. Ja, bis zur nächsten spaßigen Aktionen hier auf dem Kanal. Tschüss. Ciao.